Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Android, ja, das Smartphone- und Tablet-System, einfach auf einem Computer ausführen könnt. Jetzt ist es eine virtuelle Maschine, aber ist dasselbe im Grunde genommen. Jedenfalls kann man sich das ISO, also das Datenträgerbild, von chip.de herunterladen und auf eine DVD, CD oder sonst was brennen. Das legt man dann in ein DVD-Laufwerk ein und sucht im BIOS oder im Bootmenü als ersten Startmedium CD oder DVD-Laufwerk raus. Das Ganze erreicht ihr über die F9-Taste, F8, F2, ja. Aber da gibt es eine Menge verschiedene Variationen, müssen Sie sich alle mal durchgucken. Okay, jedenfalls habe ich jetzt die Möglichkeit, das zu starten. Und das mache ich dann auch gleich mal. Bin ich hier im Menü, im Bootmenü von Android. Jetzt kann ich es entweder installieren, auf einem Testmodus ausführen, also debuggen. Was das hier ist, weiß ich nicht. Und als Live-System ausführen. Also einfach ausführen, ohne irgendwas auf dem PC zu installieren, also ohne irgendwas zu verändern. Das ist der ganz normale Bootscreen, den viele von euch bestimmt schon kennen. Android unterstützt schon seit langem die Benutzung von Mauszeigern. Das heißt, es war schon geplant, dass man es auf Computern auch ausführen kann. Momentan sieht man hier aber keinen, also muss ich ihn erstmal einstellen. Das kann ich über die virtuelle Maschine, über Geräte, USB-Geräte und den USB-Maus aktivieren. Jetzt ist die Maus in dem System eingehangen. Das Problem ist jetzt, ich komme nicht mehr auf mein altes System mit meiner Maus zurecht. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Jetzt wähle ich erstmal hier unter Sprache in Deutschland aus. Das ist wie auf dem Touchscreen. Jetzt kann ich sogar Notruf wählen auf dem Computer. Wird wohl nicht funktionieren. Und auf Start klicken. Jetzt wird das Ganze geladen. Das könnte eine Weile dauern. Jetzt fragt er mich, welches WLAN-Netz ich auswählen möchte. Ich habe hier aber leider kein WLAN auf meinem Rechner. Ja, und deswegen kann ich das einfach überspringen. Jetzt warnt er mich, dass es etwas kosten könnte. Aber ich bin gut am Internet verbunden. Also trotzdem überspringen. Jetzt kann ich mich mit meinem Google-Konto anmelden. Das mache ich auch. Einfach mal mein ganzes Zeug eingeben. Jetzt direkt anmelden. Ja, ich stimme zu. Das System denkt, ich wäre jetzt auf einem Tablet unterwegs, aber ich bin auf einem normalen Computer unterwegs. Diese ganzen Optionen kann man alle rausnehmen, weil die eh nichts bringen. Also auf einem Computer. Auf dem Tablet und auf dem Smartphone sind die sehr sinnvoll, aber hier wohl nicht. Das kann. So, jetzt ist mein Tablet perfekt eingerichtet und sofort einsatzbereit. Klicke ich auf Beenden. Und komme ich direkt ins Intro. Berühren Sie den Kreis für eine Übersicht aller Apps. Das mache ich gleich mal. Ah, direkt alle Apps. Ja, okay, das kennen wir ja schon, ne? Oh, schönes Ding. Ich glaube, das installiere ich mir auf meinem anderen PC, den ich hier rumstehen habe. So, das ist ein ganz normales Android, wie wir es alle kennen. Gehe ich direkt mal in die Einstellung rein. Hab hier alles drin, ne? Hierbei handelt sich es um ein Android 2.2.
direkt mal das Jelly Bean ausgeführt. Ja, was sage ich schon, das Easter Egg. Jetzt denke ich wieder an Jelly Beans. Ja. Ui, das ist ja auch mal nett, ey. Alle weg da. Kusch. Okay. Das ist schon mal nett, nice. Jetzt gehe ich wieder in die Einstellung zurück. Das kann man machen, indem man ganz oft hier auf die Android-Version raufklickt. Das ist aber bei jedem Android so. Ja, das Display. Was kann ich hier im. Oh, Display. Speicher. Apps. Ja, ist alles cool hier. Kann man hier direkt wieder schließen. Wie mache ich das jetzt hier? Auf meinem Tablet kann ich es anders, also verzeiht mir diesen Fehler. Hier habe ich dann noch meine normale Energiebar. Kann ich die Display-Helligkeit erhöhen oder abstellen? Wie auf einem ganz normalen Android-System. Das ist richtig klasse. Mir gefällt das richtig gut. Noch schöner wäre es, wenn das System hier Touch wäre, aber dann wäre auch kein Unterschied zu einem Tablet da. Naja, habe jetzt noch keine Bilder hier drauf. So. Direkt mal ins Hauptmenü gehen. Ich habe hier sogar einen Terminal-Emulator drauf. Oh, man kann sogar als Super-User unterwegs sein. Das ist natürlich auch nicht schlecht, denn braucht man jetzt gar nicht mehr routen. Ich gehe mal in den Play Store. Werde mir eigentlich eine App installieren. Mal sehen, welche App ich mir mal hier so hole. Top kostenlos. Ich suche jetzt mal. Jetzt hole ich mir mal so ein Pu hier. Das auch. Oh, ist gar nicht mit meinem Tablet kompatibel. Naja, dann suche ich mir mal was kompatibel ist. Gibt es auch irgendwas Gutes hier? Oh ja, Kingsoft Office. Das kenne ich. Das ist gut. Das installiere ich. Akzeptieren und herunterladen. Das ist echt ein gutes, eine gute App, die gibt es für jedes andere Tablet eigentlich auch. Also gibt es auch für Windows und für Linux und für iOS weiß ich nicht, aber für Android gibt es das auf jeden Fall. So, melde ich mich mal bei Google an. Ah, okay, dann google ich jetzt mal nach einem schönen Hintergrund. Jetzt gebe ich mal Ubuntu Wallpaper. Mir gefallen Ubuntu Wallpaper immer sehr gut. Wechsle ich mal das Hintergrund in das hier. Na, kann man auch was machen. Ah, okay. Gedrückt, einen Rechtsklick gedrückt halten ist wohl das Kontextmenü. Bild speichern. So. Ja, aber es leckt doch schon ein bisschen. Was lackt. Und das hier stimmt auch noch nicht so ganz, aber naja. Mal meine zweite App starten. Das System hat einmal 3 GHz bekommen und 2,5 GB Arbeitsspeicher. Das sollte eigentlich nicht schlecht sein. Agree. Mal sehen. Neues Dokument. Ich mache mal ein Word-Dokument. Ein Schreibdokument, ne? Hallo Welt. Komm mal. Das hier ist
textvoller Schreibfehler. Punkt. Das ist eine recht nette App. Speichere ich mal. Ah, wunderbar. Save. Jetzt habe ich es direkt gespeichert. Wo, weiß ich nicht unbedingt. Das muss ich mal eben sehen. Ich habe da bestimmt irgendwo einen Explorer. Einen Datei-Explorer. Also ich finde ihn nicht. Okay. Das ist denn schon mal scheiße. Datei Manager. Nee. Okay. Dann installiere ich mir erstmal einen Knorken Dateimanager. Der ist gut, den habe ich auch. Das Ganze ist auch über die Tasten ganz normal gut zu erledigen. So. Oh, ich habe aber ein Bild gespeichert. Ich meine, ich habe eins gespeichert. Der Datei Explorer ist auch installiert. Wird nur nicht richtig angezeigt. Also ziehe ich ihn mir auch in die Mitte. Hier habe ich es auch schon mal. Download. Nee, ich wollte zu Downloads. Oh, ich habe mir doch noch nichts heruntergeladen. Dabei wollte ich doch eigentlich das Bild haben. Ja, egal. Sogar mit einer Batterieanzeige, die völlig unnötig ist. Hier oben sind. Ist die Statusanzeige? Ah, muss ich runterziehen. Okay. Ah, ich habe schon eine etwas ältere Android-Version. Komme ich noch nicht ganz so zurecht. Bei mir saß noch alles unten. Da musste ich gar nichts ziehen. Ah, cool, cool. Helligkeit. Nützt hier scheinbar gar nichts. Okay, dann werde ich das System mal herunterfahren, wenn ich weiß, wie das geht. Ich meine, ich habe hier was über Einstellungen gesehen. Ausschalten. Yep. Gerät wird heruntergefahren.